sich Eltern nach Trennungen streiten, auch um das Sorgerecht, so zynisch es klingen mag, das gehört fast schon dazu. Wo lebt das Kind? Wer hat was zu bestimmen? Es ist ein unglaublich heikler und konfliktreicher Prozess. In unserem Fall geht es im Grunde um einen Sorgerechtsstreit, in dem das Jugendamt eine entscheidende Rolle spielt. Und dieser Streit gerät derart aus dem Ruder, dass man als Außenstehender zwischen Wut und Fassungslosigkeit hin und her gerissen ist. Diesen Tag hat sie lange herbeigesehnt, am Ende über ein Jahr. So lange durfte Helene Velius ihren Sohn nicht sehen. Er lebt jetzt in einem Heim. Endlich kann sie zu ihm fahren. Ja, ich habe gemischte Gefühle. Also einerseits freue ich mich sehr auf meinen Sohn, nachdem wir uns jetzt 15 Monate nicht sehen durften. Andererseits ist da natürlich eine ganz schöne Anspannung auch. Zum letzten Mal war sie mit ihrem Kind zu Weihnachten vor einem Jahr zusammen. Dann war Schluss. Das Hamburger Jugendamt und der Vater wollten es so. Umsteigen auf der Fahrt von Hamburg in die niedersächsische Provinz. 4 Stunden hin und 4 Stunden zurück dafür, dass sie ihren Linus für 3 Stunden unter Aufsicht sehen darf. 11 Jahre wohnte er bei ihr. Dann in einem gerichtlichen Eilverfahren bekam der Vater das Sorgerecht. Nach einem schier endlosen Dauerstreit. Die Mutter macht und ratlos. Nach dem Besuch, weit ab vom Heim im oldenburgischen Essen, warten wir auf sie. Sagen Sie, wie war's? Ja, war einerseits natürlich wunderschön, ihn jetzt wiederzusehen. Ich habe so schnell gar nicht mitgekriegt, von wo er kam. Er ist mir gleich in den Arm gesprungen. Ich habe gemerkt, wie emotional er war. Er hat sich sehr bemüht und kontrolliert und hat erstmal nicht geweint, aber standen die Tränen in den Augen. Und es war einfach ja, toll, ihn in den Arm nehmen zu können und ihn vor mir zu haben. Und wir waren uns gleich wieder nah. Und am Ende war es dann nochmal schwer. Und da hat er dann auch geweint. Ja, wo wir uns verabschieden mussten, das war natürlich ziemlich bitter. Ein paar Selfies mit Linus zum Abschied. Wir dürfen ihn nicht erkennbar zeigen. Der Vater hat es verboten, will eigentlich, dass wir überhaupt nicht berichten. Auch die Namen vom Jungen und seiner Mutter mussten wir ändern. Wie konnte es zu all dem kommen? Wir treffen die Deutsch-Griechin Helene wieder bei Freunden. Hier erzählt sie uns, von Geburt an habe der Kindesvater sie schlecht gemacht. Ihre Erziehungsfähigkeit angezweifelt. Doch damals hätten die vom Jugendamt zu ihr gestanden und ihr stets einen liebevollen Umgang mit ihrem Kind bescheinigt. Auch wir haben diese Testate gesehen. Sie sind eindeutig. Dadurch hatte ich sozusagen neutrale Zeugen. Die haben mich, die Beziehung zum Kind, die Umstände positiv eingeschätzt. Wie lange war das Jugendamt auf Ihrer Seite? Bis mein Kind fast 11 war, bis es einen Wechsel gab im Jugendamt Eimsbüttel. Ein Wechsel der Sachbearbeiterin? Ja. Der Sorgerechtsstreit zwischen Vater und Mutter ein Dauerdrama. Kontrollbesuche bei Mutter und Kind, auch Linus wird immer wieder befragt, zeigt irgendwann Auffälligkeiten in der Schule, wird aggressiv und konzentriert. Deshalb fährt Helene Velius mit ihm in eine Mutter-Kind-Kur. Dem Vater reicht das nicht, er wendet sich an das Jugendamt. Die neue Sachbearbeiterin leitet ein gerichtliches Eilverfahren ein. Mutter und Kind werden gar nicht gehört. Das Sorgerecht wird Helene Velius entzogen und auf den Vater übertragen. Das ist eine Katastrophe, wenn man da hilflos ist und vor allem von jetzt auf gleich die kompletten Rechte, das alleinige Sorgerecht genommen wurde und man immer alles fürs Kind getan hat und es geschützt hat und dann auf einmal muss man sein eigenes Kind ausliefern. Der siegreiche Vater wartet nicht lange. Helene Velius muss die Mutter-Kind-Therapie abbrechen und noch am Kurort, auf einem Parkplatz, ihren Sohn herausgeben. Ziemlich schlimm. Man fährt zu zweit hin und plötzlich hat man kein Kind mehr. So. Und ja. Der Vater, der das Sorgerecht unbedingt haben wollte, behält seinen Sohn gerade mal ein halbes Jahr und gibt ihn dann in ein Heim.
mit dem Segen des Hamburger Jugendamtes. Dazu wollten wir den Vater befragen. Wir schreiben ihm, bieten ein Interview an. Auf alles nur eine Abfuhr, bis hin zur Drohung mit rechtlichen Konsequenzen. Alle unsere Rechercheergebnisse haben wir offengelegt, also wirklich ungewöhnlich präzise. Und das Interessante ist ja, dass er nur generell sagt, er sieht ja, dass wir da auf dem falschen Weg sind, er sieht ja, dass wir Vorurteile haben. Aber in keinem einzigen konkreten Fall sagt er, wo wir angeblich falsch liegen. In dieses Heim in Dithmarschen wird Linus gebracht. Er beklagt sich bei seiner Mutter, die Behandlung sei grob und das Essen schlecht und zu wenig. Ein einfaches Beispiel ist, dass er sich zu Weihnachten nascht auch gern oder so, aber hat sich keine Süßigkeiten, keine elektronischen Sachen oder so gewünscht. Er wollte Toastbrot haben, er wollte Butter haben, er wollte Tee haben und das, also ganz elementare Grundnahrungsmittel. Und warum? Ja, weil er nicht satt wurde. Helene Velios beschwert sich darüber, dass ihr Kind im Heim sein müsse, darüber, dass es ihm in diesem Heim nicht gut gehe. Das Jugendamt aber macht sie in Schriftsätzen regelrecht nieder. Ihre Beschwerden treffen in keiner Weise zu. Linus sei in der Einrichtung gut aufgehoben. Man wird dann, gilt dann einfach als Querulantin, die ja so ein tolles System boykottiert oder sowas. Und da der Störenfried ist. Also der Vater hatte sogar dann bei der Beschwerdestelle angerufen und mich und meinen Sohn als Lügner dargestellt. Und jetzt die geradezu peinliche Pointe. Der Chef dieses vom Hamburger Jugendamt so hochgelobten Heimes ist wegen Urkundenfälschung rechtskräftig verurteilt. Er hatte sich wahrheitswidrig als Pädagoge ausgegeben. Dabei hatte er vorher eine Hundeschule. Und dann wurde er im vergangenen Herbst auch noch wegen Körperverletzung gegen ihm anvertraute Jugendliche verurteilt. Dagegen allerdings hat er Berufung eingelegt. Über seinen Anwalt weist er uns gegenüber alle Vorwürfe zurück. Für Linus hat die Intervention seiner Mutter harte Konsequenzen. Jetzt darf er nicht mal mehr mit ihr telefonieren. In einem Gerichtsverfahren beklagt er sich. Auszug aus dem Protokoll. Er ergänzt sogleich, dass er zurzeit aber mit der Mutter nicht telefonieren könne, da mit Mama eine Telefonsperre bestehe. Linus fragt die Vorsitzende spontan: Kannst du mir das erklären? Weißt du, warum ich nicht mit Mama telefonieren kann? Die Vorsitzende rät ihm, sich deswegen an die Heimleitung oder seinen Vater zu wenden. Das habe ich schon gemacht, aber keine Antwort erhalten. Wenig später sagt er: Ich möchte mit Mama telefonieren und auch Besuch von ihr erhalten. In einem anderen Verfahren erzählt Linus laut Protokoll, bei seiner Mutter habe ihm einfach alles gefallen. Zum Beispiel, dass er in den Park gehen konnte, dass es vernünftiges Essen gab, seine Mutter mit ihm gespielt habe. Doch der dringliche Kindeswunsch nach der Mutter wird von Justiz und Behörden hartnäckig missachtet. Wesentliche Grundlage dafür ein Gutachten für das Hamburger Familiengericht, das auch für alle weiteren Verfahren maßgeblich war. Die Kindesmutter sei nicht in der Lage, ihren Sohn dem Kindeswohl entsprechend zu erziehen. Nur in einem Heim könne Linus geholfen werden. Diese Arbeit legen wir einem der führenden Experten für Familiengerichtsgutachten vor. Sein Urteil vernichtend. Wenn ich mir das Gutachten ansehe, es also untersuche im Hinblick auf diese Mindestanforderungen, Transparenz, Nachvollziehbarkeit, wissenschaftlich fundiertes Vorgehen, so weist es doch eklatante Mängel auf. Im Einzelnen. Die Gutachterin sei fachlich nicht qualifiziert, habe ungeeignete Tests angewandt, veraltete Literatur zitiert und überhaupt nicht beobachtet, wie Mutter und Kind miteinander umgehen. Wenn ein solches Gutachten dann selbst die Mindestanforderungen nicht hinreichend erfüllt, ist das geradezu besorgniserregend. Die Gutachterin selbst hat auf unsere Fragen nicht geantwortet. Genauso wenig die beteiligten Richter. Und auch das Jugendamt blockiert. Ja, lassen Sie mich doch erst mal ein paar Fragen stellen.
Alle Anrufe werden abgeblockt. Wir können Ihren Standpunkt nicht berücksichtigen, wenn wir Ihren Standpunkt gar nicht kennen. Wir versuchen es noch einmal schriftlich. Warum wird der Wille eines inzwischen 13-Jährigen so rigoros von Gerichten und Jugendamt missachtet? Keine Antwort. Professor Tim Kunstreich war Ausbilder beim Amt für Jugend der Hansestadt Hamburg. Er weiß also, wovon er spricht. In der Kinderrechtskonvention steht, dass dem Willen des Kindes zu folgen ist, wenn es irgendwie sinnvoll und möglich ist. Das ist kein Freibrief. Das muss natürlich geprüft werden. Aber selbst wenn es abgelehnt wird, muss es in einer Weise geschehen, dass dem Kind das plausibel gemacht wird. Und ein 12-Jähriger, der explizit sagt, ich möchte bei meiner Mutter bleiben, das hat ad padure absolute Priorität. Und wenn dagegen verstoßen wird, ist das meiner Ansicht nach rechtswidrig. Immer neue, erschütternde Beweise für die Sehnsucht von Linus nach seiner Mutter. Einer sogenannten Verfahrensbeiständin öffnet er sich im vorigen Jahr. Ich halte es nicht mehr in der Einrichtung aus. Ich darf meine Mama nicht mehr sehen. Warum ist das so? Ich fühle mich eingesperrt. Deshalb benehme ich mich so schlecht. Im Gespräch fing Linus an zu weinen. Bis zum Ende des Gesprächs weinte der Junge. Später sagt er: Ich möchte unbedingt wieder bei Mama wohnen und in den Sommerferien mit ihr zu meinen Großeltern fahren. Auch meinen Opa in Griechenland vermisse ich sehr. Helene Velios bei ihrem Hamburger Anwalt. Der hatte geglaubt, das Verfahren sei so eindeutig, dass es schnell zu Ende sei. Aber die Fronten seien zu verhärtet. Und das Jugendamt sehe sich eben durch dieses fragwürdige Gerichtsgutachten bestätigt. Das ist eine große Problematik in dem Fall. Einmal werden sie für erziehungsunfähig erachtet, in einem wie auch immer zustande gekommenen, höchst problematischen Gutachten. Das ist fast wie lebenslang, jedenfalls für das Kind. Jetzt verlange das Jugendamt von Helene Velios sogar, sie müsse ihrem Sohn sagen, er sei im Heim besser aufgehoben als bei ihr. Sonst sei sie schuld daran, dass der Junge nie im Heim ankomme. Nächster Gerichtstermin, Ende Mai. Als Linus vor 3 Jahren ins Heim kam, war er noch ein Kind. Jetzt wächst auf der Oberlippe schon ein Pflaumen. Ja, das ist brutal, aber man darf nicht so darüber nachdenken, sonst macht es einen fertig. Also, das ist Zeit, die einem niemand wiedergibt. Ja, nochmal, bei all dem Schmerz der Mutter, all diese Entscheidungen fallen auch gegen den klar formulierten Willen des Kindes. Und wie war das nochmal? Sollte nicht das Kindeswohl bei solchen Verfahren an erster Stelle stehen? Wir sind eins.